heute geht's zum Honigschleuder. Da haben wir die Farben, die Bienchen schon verdeckelt haben. Jetzt haben wir noch eine drauf. Da muss jetzt der Wachsdeckel runter. Machen wir mit so einer Entdeckungsgabel. Übrigens hier aus den Blaubeeren der Honig. Ich bin mal gespannt. Wenn die erste Seite fertig ist, kommt die zweite Seite dran. Das Ganze machen wir 6 Mal, dann haben wir die Honigschleuder einmal voll und können einmal schleudern. Mache ich jetzt mal allein, dann gehen wir gleich wieder hin, wenn die Schleuder voll ist. So, jetzt nochmal aus der Perspektive. Hier sind gerade nicht so viele Deckel drauf. Der Honig ist aber trotzdem trocken. Das habe ich mit einem Refraktometer geprüft. Also wird dann wenigstens Honig verschwendet. Zack. Die lassen wir noch ein bisschen zurück. Da muss man nämlich immer gucken, dass die alle gleich schwer sind ungefähr. Sonst kriegt die Schleuder eine ordentliche Unwucht und hüpft einem durch den Raum.
Deckel zu. Seite langsam einmal angeschleudert und die Waben ein bisschen leichter werden. Seite dran, dann drehen die sich automatisch. Dann wird das gleich einmal schneller, dann dreht es nochmal auf die andere Seite und dann wird es beidseitig mit voller Kraft gesteuert. Selbst so warm machen die Bienen über Nacht wieder komplett ganz. Was passiert, wenn das, wenn der Honig schon zu lang drin war und kandiert ist, wenn es alter Raps oder sowas war? Aber da wundert man sich, dass es nächsten Tag komplett repariert. Das machen die Bienchen schon. Das ist immer wieder erstaunlich. Ist auch ein bisschen warm heute, weswegen die Waben ein bisschen weicher sind als sonst. Honig dann aus der Schleuder rauskommt, läuft er durch so einen Eimer mit senkrechten Sieben, mit einem Grobsieb und einem Feinsieb. Das hat den Vorteil, dass das Wachs aufschwimmt und die Siebe nicht zusetzt. Dann läuft es in den Eimer rein. Und wenn der Eimer voll ist, kommt das Ganze in ein feines Spitzsieb rein. Wird da nochmal durchgesiebt und in die Eimer gepackt. Und dann haben wir gefilterten Honig. Dann läuft das flüssige Gold.